Schön, dass du da bist. Liebe März 2022, lieber Steinbock, das ist jetzt dein Orakel, die Mrs. La Luna da Platz macht. Ich probiere es so. Gut. Unabhängig davon, ob du Single bist, ein bisschen Platz, oder in einer Beziehung oder in einem Kennenlernprozess, gell? Oder einen Herzensmenschen hast. Wir schauen ins kollektive Feld, lieber Steinbock. Gemeinsam beziehungsweise ich für dich. Steinbock. Danke sehr. Ich spreche aus der Sicht einer Frau. Wenn du ein Mann bist, dann drehst du es um und schau bitte dein Sonnenzeichen, Aszendent, Mondzeichen, gell? Und du weißt, dass das keine persönliche Beratung, also Kartenlegung, ersetzt, gell? Danke auch für dein Like, wenn es dir gefällt. Du kannst meinen Kanal gratis abonnieren. Und du kannst meinen Kanal auch teilen. Da danke ich dir recht herzlich, lieber Steinbock. Gut. Steinbock. Bei dir geht es darum, im März oder von der Energie her, ja, die Energie, die dir zur Verfügung steht, ist, dass du dein Liebesleben wunderbar manifestieren kannst, erschaffen kannst und dir bewusst werden darfst, dass du dein Liebesleben kreierst, deine Wünsche auf die Erde bringst und dir auch bewusst werden darfst, dass sich das, was du denkst, fühlst, was du tust, was du lebst, verwirklicht. So ist es auch da, lieber Steinbock. Ich hätte noch eine Zusatzkarte. Achte darauf, wie du kommunizierst. Das hat eine ganz besondere Schaffenskraft im März 2022 in Sachen Liebe und manifestiert sich dauerhaft. Ja. Gut. Das Thema. Das Thema ist, dass du in Sachen Liebe vor allem deine Liebesfähigkeit entfalten darfst. Das auch deine erdige Kraft, das heißt deine Sinnlichkeit, deine Beständigkeit, deine innere Ruhe.
dass du dazu stehen darfst. Dass du voll Liebe bist. Bereit bist, die Liebe zu leben. Und dass du was Beständiges möchtest. Und für was Beständiges bereit bist, dass es geht ganz stark um der Persönlichkeit, ja. Ich tue noch Zusatzkarten. Das ist das Thema. Die Königin der Kelche. Unglaublich. Für mich ist diese Selbstliebe, weißt du, in Sachen Liebe, Selbstliebe, aus Liebe zu dir selbst. Und da gibt es ja Energie, lieber Steinbock, also jemanden, der die beobachtet. Und das Thema im März ist diese Qualität zu knacken, aufzubrechen. Ich schau mal, was das für Qualität ist. Steinbock. Das ist jemand, der eine Beziehung mit dir möchte. Der einen Neubeginn möchte, der sich versöhnen möchte. Und möchte nur den Turm noch erklären, der da liegt, Steinbock. Hoppala, das war zu viel. Die Hohepriesterin ist doch Rückzug, aber ich möchte nur gern schauen. Und Luna tut sie da in Szene werfen. Weißt du, es ist so, dass diese Geschwindigkeit, diese Energie, dieses Menschen, der da auf dich zukommt, kann dich überfordern, ja. Also das ist wie so ein Wirbelwind, ja. Und das ist eine Person, weißt du, wo es Streit gab oder jemand, der dein Herz gebrochen hat. Kann länger her sein oder vielleicht ist es auch aktuell, ja. Und die Karten sagen, dass du die da zurücknehmen, zurückziehen darfst. Das zeigt sich zweierlei mäßig, also um eine Entscheidung zu treffen, von Herzen. Es gab da sehr viele Verletzungen und es ist einfach eine Disbalance da. Also das, weißt du, Steinbock, das muss ja erst so in dir ausbalancieren. Jetzt wieder die Überforderung. Es muss jemand sein, der, also wo du dich verabschiedet hast. Kann ja schon länger her sein, gell? Ja, und es geht um einen Ausgleich. Es war Geben und Nehmen, nicht im Ausgleich. Und so wie es ausschaut, hast du die verabschiedet, aber du siehst das ganz langsam angehen. Schon wieder die Hohepriesterin Rückzug. Du hast einfach, weißt du, es ist an Substanz verloren gegangen. So liegt es da. Ja.
Und jetzt verstehe ich ja die Königin der Münzen und die Königin der Kelche. Es geht um Selbstliebe, es geht um Selbstwert aufbauen, ja, in Sachen Liebe. Und dass es in dir sozusagen ausgeglichen wird, nur da kommt jemand, so ist es im kollektiven Feld, wie gesagt, wann das für dich nicht passt, dann schau Sonnenzeichen, Aszendent, Mondzeichen. Wir schauen im Kollektiv, aber für viele wird einfach da jemand auf dich zukommen, ja, der eine Versöhnung möchte, wo es wirklich Streit gab, und zwar wirklich keine schöne Energie. Und erinnere dich, du kreierst dein Liebesleben. So, der blinde Fleck, da haben wir jetzt also wieder jemanden. Also jemand aus der Vergangenheit. Ich habe da zwei Personen in Sachen Liebe. Es kann ja sein, dass das einer ist. Das ist hochinteressant. Schauen wir mal. Ja. Der blinde Fleck ist was, wo du einfach nicht bewusst hinschaust. Okay, und was möchte das gern sagen? Ich gehe gleich darauf ein, gell? Interessant, Steinbock. Also, gut. Also, entweder sind es zwei Männer oder es ist ein Mann, ja, den du schon kennst. Dieser Mann, ja, ist sich eher als ein Mann. Der hat dir sehr, sehr viel Kopfzerbrechen bereitet. Also der hat dir auch sehr viel Verletzungen zugefügt, vor allem auch deiner Weiblichkeit, ja, also Herrscherin und die vier Schwerter, der hat dir so wirklich da, ich sag mal, niedergestreckt schon fast, mit sehr, sehr viel Sorgen. Die neun der Schwerter ist wirklich diese Sorgenkarte und sie liegt vor allem da noch einmal, ja. Und du hast da sehr viel Geduld mit diesem Menschen gehabt. Also der hat dich nicht in so einen schönen Zustand gebracht. Dir ist es aber in dieser Intensität gar nicht bewusst. Es ist der blinde Fleck, ja. Also du solltest dich dieser Sache wirklich zuwenden. Es ging um eine Enttäuschung. Um eine Täuschung, Enttäuschung, vielleicht sogar Manipulation von diesem Menschen, und es geht aber darum, dass du auch erkennen sollst, auch mit dem Magier, dass du auch hier das Liebesleben oder die Liebe kreieren kannst. Und wenn da die Sonne und das Schicksalsrad, dass du das wenden kannst, mit demjenigen oder denjenigen oder ohne. Aber diese ganze Sache mit diesem Mann oder diesen Männern wird erlöst durch eine Entscheidung. Das hätte ich jetzt nur gern geklärt. Sehe gerade, das wird jetzt ein ziemlich langes Video. Aber ich kann das nie so vorher so sagen, lieber Steinbock. Gell? Auf die Entscheidung möchte ich gerne noch klären. Hoppala. Diese Entscheidung soll aus dem Herzen und aus deiner Intuition erfolgen. Schau,
und die Liebenden aus dem Herzen. Und plötzlich, ganz schnell, der Turm. Dann mal die 8 Kelche, also weißt du, es geht schon um eine Wahl. Und zwar, diese Wahl betrifft eine Verbindung. Und da möchte ich jetzt nur zum Schluss schauen, okay, von was gehst du weg und in welche Energie gehst du hin, lieber Steinbock. Und wo gehst du hin? Die Energie sagt, du gehst weg davon, dass du die von jemand verabschieden möchtest und gehst hin Moment, da geht schon wieder um einen Mann. Schon, weißt du, um mit einem Mann, also hin zu einem Mann, aber eben sehr verschlossen, sehr zurückhaltend. Sehr langsam und diese ganz schlimmen Streitigkeiten, ja, die da anscheinend mit diesem Mann waren, die killst du. Es geht ganz stark um Beständigkeit und um dran arbeiten. Ja, für Kommunikation. Du lässt dich auf diese Streitigkeiten nicht mehr ein. Ja, es ist wie eine Lösung von dieser kompletten Überforderung. Steinbock, das war jetzt sehr viel Info. Aber ja, so ist es. Lieber Steinbock, viel, viel Segen für dich und danke fürs Mitdabeisein. Stella.